Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Sims 4 Rags to Riches Mega Challenge. Und ja, ich war ein bisschen weg und ja. Fangen wir am Anfang an und ich erzähle nach und nach. Zum einen fangen wir damit an. Ich habe diese Folge eigentlich schon aufgenommen. Das war aber schon vor einigen Wochen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, es kann sein, dass eine Folge ausfällt oder so. Und ja. Ich war krank. Ich habe tatsächlich auch also ich war absolut nicht fit. Ich hatte von der Arbeit her unglaublich viel zu tun. Und ich dachte mir, es ist vielleicht besser, wenn ich die Folge nochmal aufnehme. Weil ja. Ich viele Sachen erzählt habe, die absolut nicht mehr aktuell sind und ja, es ist ein bisschen katastrophal gewesen. Und ja, wir malen nebenbei das Bild. Ich muss bloß jetzt gucken, dass ich die Sachen, die ich eigentlich schon gemacht habe und jetzt doch nicht gemacht habe, weil ich ja die Folge schon mal aufgenommen habe, bla bla bla. Jetzt muss ich gucken, dass ich das wieder nachhole und dass ich euch die Dinge auch erzähle. Erzähle. Zum einen kann ich euch jetzt sagen, wie unser Kleiner heißen wird. Machen wir ein Bild? Ja. Und zwar hatte. Lass mich jetzt keinen Unsinn erzählen. Nein, der liebe Petey hat in die Kommentare geschrieben, Oliver klingt gut, Olivine ist aber auch nicht schlecht. Und darum dachte ich mir, wir bleiben vielleicht bei Oliver Peridot. Peridotti ist der Edelstein. Jetzt habe ich vergessen, wie der Edelstein heißt. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Es regnet. Sie ist immer noch in Krankenhausklamotten. Und das nächste, was ich gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich so lassen hätte. Ich habe es letztens schon gesagt. Ich weiß nicht mit der Zeitspanne, wo sie älter werden. Ich habe es jetzt auf normal gestellt. Und ihr seht schon, anstatt dass er hier, glaube ich, Geburtstag hat, hat er jetzt hier Geburtstag, unser Oliver. Ja, Oliver hat sich gut. Ja, er heißt Oliver. Definitiv. Nein, er hat auf jeden Fall hier Geburtstag. Und Nilan. Ich habe zu lange nicht mehr gespielt. Doch, Nilan. Stimmt schon. Ich muss mich nur versichern, weil ich eine Weile nicht gespielt habe. Genau. Und Nilan hat dann auch schon in 7, 8 Tagen, glaube ich, Geburtstag. Und ja. Es ist ein bisschen chaotisch. Es ist. Kann ich das hier bitte an Kunden zur Abnahme schicken? Ja, und ich bin gerade ein bisschen sehr verpeilt.
Eigentlich wollte ich die Folge am Samstag. Yes, abgenommen. Ja, Samstag aufnehmen und ich musste spontan für einen Kollegen einspringen und auf jeden Fall konnte ich sie nicht aufnehmen. Darum kommen sie jetzt erst. Und ja, kannst du bitte einfach mal unseren kleinen versorgen? Und ja, wie ich dachte mir, wir spielen einfach heute eine Runde und ich bin leider momentan so, dass ich erst wieder ein Spiel finden muss, weil ich jetzt so lange nicht mehr gespielt habe. Und hey, Flaris. Dankeschön. Wir freuen uns auch sehr, dass. Haben wir da drin kein Licht? Wir haben da drin kein Licht. Und das Bild ist auch fertig. So, benennen tun wir es dann, wenn ich auch den Namen. Leinwandrahmen. Benennen tun wir das Bild dann, wenn ich unseren Kleinen umbenenne, weil ich nochmal nachgucken muss, wie genau ich seinen Namen schreiben muss. Das habe ich nämlich gerade ziemlich verpeilt, dass ich das mache. Und sie glitzert. Ich habe mich da. Ich gebe es zu, die andere Aufnahme hat sie auch geglitzert. Ich habe mich so gefreut. Guckt, wie sie glitzert. Guckt, wie sie glitzert. So. Abgesehen davon habe ich in der anderen Aufnahme, die wir jetzt nicht zu sehen bekommen, noch eine andere Feststellung gemacht. Die werde ich aber nur dann ansprechen, sollte es nochmal passieren. Und das habe ich in einem Sims-Video gelernt, das ich angeguckt habe, bevor ich die andere Aufnahmesession hatte. Und ich gebe offen und ehrlich zu, ich weiß nicht mehr bei wem. Ich weiß nicht mehr, was ich geguckt habe. Aber es macht Sinn, das als Dünger zu verwenden. Und ja, wir holen uns eine Elementtafel. Ich gucke gerade auf meinem Zettel, weil ich mir extra aufgeschrieben habe, was ich in dem anderen angesprochen habe. Das müsste das sein. Genau. Stellen wir jetzt dabei dahin und dann kann sie. Nee, die muss ich, glaube ich, reinziehen. Und sie macht Sport. Eins, zwei, drei. Hatten wir nicht vier? Haben wir jetzt gerade eins verloren? Oh Gott, nein! Oh Gott! Hey, Axel! Ich muss jetzt gerade überlegen. Nilan war von. Oh. Guckt mal.
unser Kleiner ist unterwegs. Nilan war ja von Fladdy, Fladdyslaus, von Flat, whatever. Und Oliver war von Axel. Ich hoffe, ich hab's richtig im Kopf. Genau, Nilan war von ihm und genau, ich hab's richtig im Kopf. Oh Gott, es tut mir gerade echt leid, dass ich gerade so ein bisschen verpeilt bin. Warum bist du traurig? Albtraum gehabt. Müde. Jetzt hast du jetzt die ganze Zeit geschlafen. Warum bist du müde? Schick mir ihn halt wieder schlafen. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich müsste seine Fähigkeiten eigentlich hochbekommen. Das sieht leider noch nicht sehr prickelnd aus. Allerdings weiß ich nicht, ob wir die Regeln ein bisschen ändern, durch das, dass ich die Alterung jetzt angemacht habe. Schüssel füllen. Aber ja. So, jetzt, ich pack mal einen kurzen Licht in unser Babyzimmer. Damit wir da auch was sehen. Ich weiß, unser Haus sieht immer noch furchtbar aus, aber wir müssen erst ein bisschen Geld verdienen. So. So. Jetzt hat sie wenigstens nicht mehr ihre Krankenhausklamotten an. Okay, und dann, wenn wir das haben. Ich hoffe, das funktioniert. Ah. Und das, was mir Sorgen macht, ist, wie lange unsere Hündchen haben. Das macht mir wirklich, wirklich, wirklich Sorgen. Das ist auch der Grund, warum ich die Alterung erst nicht einschalten wollte. Einer der Gründe. Hi, hast du Bock auf Training? Ich mach dich platt, ey. Nein. Gewürzfestival. Oh, cool wär's schon, aber. Ich habe zwei Kinder. Ich könnte Axel holen, aber andererseits. Hey. Er möchte vorbei. Ja, komm vorbei. Ist er nicht so als. So, beschäftige du dich mal damit. Unser Nilan hat Hunger. Öffnen. Oh je, Mini, was habe ich hier eigentlich alles drin? Essen. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Okay, hör du mal auf zu schlafen. Ich habe das Gefühl, der schläft nur noch. Wenn er nicht schläft, dann hat er Hunger. Ich will doch eigentlich nur gucken. So. Oi, 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 oi.
Oh. Wie panisch ist. Aber er freut sich voll über das Kind. Vlad, du musst weggehen. Okay. Gott. Ja, wie geht es euch? Habe ich heute noch nicht gefragt, oder? Können wir wieder was düngen? Hey! Nein, wir gehören jetzt zu den Guten. Oh. Oh. Ja, beruhig dich wieder. Können wir die da reintun? Nee, können wir nicht. Dann müssen wir sie da. Wir haben so viele Sachen mittlerweile. Und es ist halt doof, weil ich eigentlich die Regel aufgestellt habe, wir dürfen es darüber nicht verkaufen. Aber wenn wir es darüber verkaufen, das dauert halt ewig, weil das alles einzeln verkauft werden muss. So, was macht jetzt unser junger Mann hier? Ja. Nein, 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 nein. Wieso isst du das nicht fertig? Ist das fertig? Ist das fertig? Warum sind diese Kinder so anstrengend? Level 2 erreicht. Kannst du Nilan bitte baden? Also ich meinte jetzt, warum sie so anstrengend sind im Sinne, weil sie nicht essen. Weil sie nicht richtig schlafen. Warum bist du da drinnen? Okay. Aber ich würde die Folge ehrlich gesagt hier auch gleich wieder beenden, weil es ist ein Tag rum. Und. Okay. Wir beenden die Folge hier. Ich versuche den Kleinen nächstes Mal wieder in Ordnung zu bringen. Weil irgendwie ist es ein bisschen Chaos. Irgendwie. Ich verstehe nicht warum. Ja, wenn wir ihn wieder auf die Reihe bekommen haben. Boah, könnt ihr euch vorstellen? Unser Oliver hat auch schon bald. Oh Gott, dann haben wir zwei Kleinkinder rumlaufen. Aber so weit werde ich heute nicht kommen. Ich werde nur noch eine Folge aufnehmen, also für Samstag wieder. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich weiß, es war ein bisschen chaotisch. Ich weiß, es war ein bisschen planlos wieder, weil ich wieder reingestartet bin. Und ich habe zwar die. Das, was ich eigentlich aufgenommen habe, angeguckt, aber ich habe halt nicht die gleichen Situationen. Ich habe komplett anderes Ding und ganz ehrlich, es ist echt eine Weile her. Das letzte Mal, wo ich aufgenommen habe, war, glaube ich, vor 4 oder 5 Wochen. Darum nehmt es mir nicht böse, dass die Folge noch schlimmer chaotisch ist als wie sonst. Und. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Namen haltet, den unser junger Mann bekommt, also Oliver.
Ja. Oder ob ihr doch Olivine besser findet. Aber ich glaube, wenn Oliver Peridot. Ich glaube, es war Peridot. Ich kann jetzt gerade einen totalen Knick im Dings haben. Egal. Hört sich, finde ich, besser an, auf jeden Fall, als wie Olivine Peridot. Es gefällt mir besser. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Gut, jetzt verabschiede ich mich wirklich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Teilt es mir gerne mit oder zeigt es mir anderweitig. Und bis Samstag. Ich denke nämlich nicht, dass ich irgendwas anderes schaffe, fertig zu bekommen, was davor kommen würde. Also Planet Coaster wird auch noch nicht wiederkommen. Hallo, Chaos im Leben. Bis dann. Ciao.